Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben die kleine Mittagspause genutzt und etwas gegessen und getrunken, sodass Sie bei Kräften an unserer Tagung teilnehmen können. Ich begrüße sehr herzlich Wolfgang Ischinger, man kann sagen, einer der erfahrensten deutschen Diplomaten, die ich jedenfalls kenne. Ich glaube, das gilt auch absolut. Er war viele Jahre Staatssekretär im Auswärtigen Amt, deutscher Botschafter in den USA und zum Beispiel, er war 14 Jahre lang bis vor einigen Wochen Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und so weiter und so fort. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er zugesagt hat. Er sitzt so wie ich in Berlin, in einem anderen Teil von Berlin, aber er wird seine Expertise einbringen. Die Frage ist klar. Frau Staatsministerin Lührmann hat eben ganz selbstverständlich von einer strategisch souveräneren EU gesprochen, als eine der Konsequenzen aus der erschütternden Erfahrung des Angriffskrieges von Putin gegen die Ukraine. Und wir erleben ja plötzlich, dass die äußere Bedrohung die europäischen Länder näher beieinander bringt, zusammenschweißt. Und was das heißen könnte für die künftige Entwicklung Europas, ihre Außenpolitik, ihre Sicherheitspolitik, darüber wollen wir jetzt sprechen. Und Botschafter Dr. Ischinger wird damit einleiten. Er wird seine Analyse der Situation und seine Perspektiven für uns formulieren. Seien Sie herzlich willkommen und ich freue mich auf Ihre Worte, Herr Ischinger. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, die Verbindung steht, man kann mich hören. Vielen Dank, Herr Präsident, lieber Herr Thierse, lieber Herr Hahn. Ich danke für die Einladung. Das ist ja ein wichtiger Ort, Tutzing, wenn es um die Beziehungen mit der früheren Sowjetunion und mit Russland geht. In Tutzing hat vor Jahrzehnten Egon Bahr wichtige Reden gehalten, wichtige Vorträge gehalten. Ich selbst habe in meiner Zeit als Staatssekretär des Auswärtigen Amts Anfang der 2000er Jahre in Tutzing auch die Gelegenheit bekommen, einen Vortrag über die Beziehung zu Russland zu halten. Ich habe mich wie viele andere, und damit möchte ich sozusagen auch selbstkritisch beginnen, getäuscht oder geirrt bei der Annahme, die ich damals vertreten habe, dass es im 21. Jahrhundert auf ganz andere Dinge wird ankommen werden als auf die Zahl der Panzer oder der nuklearen Sprengköpfe und so weiter. Ich hatte damals die Vorstellung, dass wir in ein Zeitalter zunehmender globaler Vernetzung und Partnerschaft hineinwachsen. Und diese Idee der Partnerschaft auch mit dem Russland, das Anfang der 90er Jahre entstanden ist, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Diese Idee haben wir, sprich die Bundesregierung unter Helmut Kohl, die Bundesregierung unter Gerhard Schröder, die Bundesregierung unter Angela Merkel, über Jahrzehnte verfolgt. Ja, bis hinein, und da möchte ich ansetzen, bis hinein in eine Ära, in der bedrohliche Nachrichten sich zu häufen begannen. Ich spreche von dem Auftritt des russischen Präsidenten Putin 2007 vor der Münchner Sicherheitskonferenz, als er eine massive Warnung an den Westen aussprach, bis hierhin und nicht weiter. Das war eigentlich die Message, nachdem er 7 Jahre vorher vor dem Deutschen Bundestag, da waren Sie sicher, Herr Präsident, im Saal dabei. Ich habe es nur aus der Ferne miterleben können. Ich war da und ich habe auch ein langes Gespräch mit ihm geführt, an das ich mich gut erinnere. Und wir alle waren ganz beeindruckt von ihm. Das muss man in Erinnerung rufen. Und es war ja ein Teil des Tenors seiner damaligen Rede, die Idee, die Zukunft Russlands auch in stärkere Zusammenarbeit mit Westeuropa, mit Deutschland und seinen Partnern zu suchen. Naja,
Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, von dem ich persönlich nicht dachte, dass wir ihn zu unseren Lebzeiten erleben würden. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo unter den Fachleuten zumindest Fragen nach nuklearer Abschreckung, nach nuklearer Eskalation, nach Verhinderung nuklearer Eskalation, nach dem möglichen Einsatz von C-Waffen hier mitten in Europa diskutiert werden. Ich fürchte, wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass die Vorstellungen deutscher Außen- und insbesondere Russlandpolitik in Scherben liegen. Es ist von dem Vertrauensverhältnis, was wir versucht haben, über Jahrzehnte aufzubauen, im Augenblick so gut wie nichts übrig geblieben. Wir wissen, gerade aus der jüngsten Zeit, dass der russische Präsident, ohne mit den Wimpern zu zucken, seine Gesprächspartner, einschließlich des deutschen Bundeskanzlers oder des amerikanischen Präsidenten oder des französischen Präsidenten, schlicht und ergreifend anlügt. Und wissend, dass jeder 2-3 Tage später weiß, dass er angelogen wurde. Mit anderen Worten, und das ist aus meiner Sicht als für mich als praktizierender, zumindest früher praktizierender Diplomat, eine wichtige Erkenntnis: Wenn der Satz richtig ist, dass Vertrauen die Währung der Diplomatie ist, dann ist im Augenblick die Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz von Diplomatie leider nicht vorhanden. Wie kann man denn, so werden viele und so sagen ja viele auch unter unseren Partnern, insbesondere unsere östlichen Partner, wie kann man überhaupt dem Gedanken nahe treten, mit jemandem, der in so krasser Weise Versprechen gebrochen hat, überhaupt in Verhandlungen eintreten, in der Erwartung, dass dann die gemachten Vereinbarungen auch eingehalten werden. Es wird erinnert, zum Beispiel an das Budapest-Memorandum von 1994, in dem die Russische Föderation gemeinsam mit anderen Mächten die territoriale Integrität der Ukraine garantiert hat. Davon ist nichts übrig geblieben. Also lassen Sie mich ein paar konkrete Punkte machen. Ich freue mich dann sehr auf die anschließende Diskussion. Ich will aber ein paar konkrete Punkte machen, die mir wichtig erscheinen. Sie haben alle, ich gehe davon aus, dass alle, die hier teilnehmen und zuhören oder zuschauen, sich in den letzten Tagen und Wochen intensiv mit den Entwicklungen in der Ukraine, mit diesem nicht provozierten Angriffskrieg in der Ukraine durch die Russische Föderation beschäftigt haben. Ich will also nicht das wiederholen, was wir alle gemeinsam wissen. Ich will aber anfangen mit einer kleinen, wenn ich darf, mit einer kleinen Anekdote aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz. Ich bin im Frühjahr 1993, also nunmehr vor fast 30 Jahren, Chef des Planungsstabs im Auswärtigen Amt geworden. Das war also kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion. Polen war inzwischen unabhängig, die Ukraine war inzwischen unabhängig. Und ich habe dann in Ausübung meiner Rolle als strategischer Planer für das Auswärtige Amt eine kleine Reise unternommen nach Warschau, nach Kiew und anschließend nach Moskau. Es waren insgesamt nicht mehr als 4 Tage, 3,5 Tage. Und als ich in Moskau ankam, habe ich meinem damaligen Gastgeber, dem Chef des russischen Planungsstabs, ein Vize-Außenminister namens Juri Mamjedow, der hat mich da mit meiner kleinen Delegation zu einem netten Dinner eingeladen im Gästehaus des russischen Außenministeriums. Und ich habe ihm eine sehr deutsche Frage gestellt. Ich habe gesagt: Lieber Juri, jetzt komme ich also aus Warschau und aus Kiew. Und in beiden Hauptstädten mache ich die Erfahrung, dass eigentlich nur eins die Gemüter bewegt, nämlich die Angst vor Russland. Wie wird Russland mit uns, den früheren Warschauer Pakt, Staaten oder dem früheren Teil der Sowjetunion im Fall der Ukraine,
wie wird Russland mit uns umspringen, umgehen? So, und dann kam meine sehr deutsche Frage, lieber Juri, weißt du, wir Deutsche haben jetzt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vielfältige Anstrengungen unternommen, um unseren Nachbarn die Angst vor Deutschland zu nehmen, nach den schrecklichen Erfahrungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und meine Frage, meine vielleicht etwas naive Frage ist, was macht Russland jetzt? Was habt ihr Russen vor, um euren Nachbarn die Angst vor Russland zu nehmen? Und die historische, wirklich interessante Antwort von Juri Mamjedow, ein Fachmann, ein von mir hochgeschätzter russischer Kollege, war sinngemäß folgende. Er sagte, lieber Freund, diese Frage finde ich erstaunlich. Was ist denn falsch dran, wenn die Polen und die Ukrainer und andere in Furcht vor Russland leben? So soll es doch sein. So, und ich will jetzt nicht unterstellen, dass dieses Denken aus dem Jahr 1993 in sämtlichen russischen außenpolitischen Köpfen immer noch herumgeistert. Aber ich glaube, Reste davon und wesentliche Reste davon bestimmen immer noch das russische Denken. Das russische Denken in Einflusssphären, das russische Denken in Pufferzonen, das russische Denken in Sicherheitskategorien, bei denen die Sicherheit der Nachbarn irrelevant ist und nur die Sicherheit Russlands wichtig ist. So, diese Anekdote hat meine Art des Umgangs mit dem Thema der russischen Außenpolitik, wie Sie sich vorstellen können, stark beeinflusst in den Folgejahren. Und wie gesagt, ich fürchte, da ist immer noch manches übrig geblieben. Nun würde ich gerne mit einigen verschwörungstheoretischen Vorstellungen ganz kurz aufräumen. Erstens das Thema der angeblichen Versprechungen, die im Zusammenhang mit dem 2+4-Vertrag 89-90 der damaligen Sowjetunion gemacht worden seien und die anschließend gebrochen worden seien. Also darüber kann man ganze Bücher schreiben, da sind auch bereits ganze Bücher geschrieben worden. Ich will Ihnen das nicht alles vortragen, dazu fehlt mir ja auch die Zeit. Ich will nur auf einen Punkt hinweisen. Ich habe selbst im Jahr 1996, 97 zu den Unterhändlern gehört, die mit der Russischen Föderation die sogenannte NATO-Russland-Grundakte auszuhandeln hatten. Dieses Dokument ist 1997 unterschrieben und akzeptiert worden, einschließlich von der Russischen Föderation. Und bei den monatelangen Verhandlungen, an denen Diplomaten wie ich, aber natürlich auch militärische Führer, wie beispielsweise der damalige Chef des NATO-Militärstabs, der Ihnen allen bekannte frühere Generalinspekteur Klaus Naumann teilnahm, mit dem habe ich mich gerade vor 2 Tagen über diese Vorgänge noch einmal ausgetauscht, um zu checken, ob meine Erinnerung dieselbe ist, die er hat. Zu keinem Zeitpunkt der Verhandlungen über die NATO-Russland-Grundakte, deren Gegenstand ja die NATO-Erweiterung und ihre Modalitäten waren, zu keinem Zeitpunkt hat der russische Verhandlungsführer oder seine Mitarbeiter das Argument vorgetragen, ihr dürft eigentlich die NATO gar nicht erweitern, weil ihr uns ja was anderes versprochen habt. Dieses Argument, das jetzt heute nachgeschoben wird von der russischen Seite, ist damals 1997 zu keinem Zeitpunkt ins Spiel gebracht worden. Im Gegenteil, die russische Seite hat mit ihrer Unterschrift unter die NATO-Russland-Grundakte die NATO-Erweiterung im Prinzip akzeptiert, allerdings mit der westlichen Gegenleistung verkoppelt, die wir damals als Konzession angeboten haben, nämlich, dass die NATO-Erweiterung nach Osten nicht verbunden sein würde mit der Dislozierung größerer Kampftruppen des Westens in künftigen NATO-Ländern und natürlich insbesondere keine Nuklearwaffen in diesen Ländern zu stationieren. Und wir haben bis zum heutigen Tag
als Bündnis uns sehr strikt an diese Vorgaben gehalten. Das, was Sie heute erleben an amerikanischen, deutschen, britischen und sonstigen Truppen oder Truppenteilen in Estland, in Polen oder sonst wie, das sind alles Truppen, die rotieren, die also nicht dauerhaft und damit unter Verletzung der NATO-Russland-Grundakte in diesen Ländern stationiert werden. Ich fürchte, und das ist, glaube ich, communis opinio unter den Experten und auch im Bündnis, ich fürchte, dass Russland durch seinen nicht provozierten Angriffskrieg gegen die Ukraine diesem Dokument von 1997 sozusagen den Teppich unter den Füßen weggezogen hat. Und ich sehe es kommen, dass die Allianz dies demnächst auch noch einmal offiziell konstatieren wird. Mit außerordentlich negativen Folgen für die russische Seite, weil wir dann frei wären, beliebig in den neuen NATO-Ländern zu dislozieren, was wir wollen. Und sozusagen mit einer aus russischer Sicht sicher unerfreulichen Entwicklung und Stärkung der Präsenz der NATO in Zentraleuropa. Also diese Behauptung, hier sei gegen feste Vereinbarungen verstoßen worden, die entbehrt einer Begründung und der Beweis dafür liegt in der NATO-Russland-Grundakte. Ein zweiter Punkt, den ich kurz erwähnen möchte, ist das russische Argument, die NATO ist ja immer näher gerückt. Und deswegen müssen wir uns jetzt wehren, weil das eine Bedrohung Russlands darstellt. Auch dazu wirklich nur 2,5 Sätze. Die letzte Entscheidung des NATO-Bündnisses, sich nach Osten zu erweitern und mit konkreten Umsetzungsschritten, war im Jahre, glauben Sie es mir, 2004, also vor 18 Jahren. Seither hat das Bündnis zwar Sprüche geklopft und Sachen gesagt, aber nicht einen einzigen Beschluss gefasst oder eine einzige Waffe disloziert, ein einziges Land in Osteuropa zusätzlich aufgenommen. Was wir gemacht haben oder was das Bündnis gemacht hat, ist, dass es diverse Kleinstaaten auf dem Balkan, also beispielsweise Kroatien oder in jüngster Zeit Montenegro aufgenommen haben. Das kann aber nun wirklich selbst bei kritischer Betrachtung von russischer Seite nicht als Bedrohung der russischen Sicherheit betrachtet werden. Das sind ja eine ganze Reihe von Staaten dazwischen, zwischen Montenegro und den Grenzen der Russischen Föderation. Also dieses NATO-Argument erscheint auch als ein sehr künstliches Argument. Dritter Punkt, und dann komme ich zu der Frage, was können wir tun und was ist mit europäischer Souveränität? Dritter Punkt, wie sieht es aus mit der Fähigkeit, diesen Krieg zu einem Ende zu bringen. Ich fürchte, dass Diplomatie in einem solchen Konflikt erst dann eine Rolle spielen kann, wenn mindestens eine und hoffentlich beide Seiten zu dem Ergebnis kommen, dass sie den Konflikt nicht mehr klar militärisch für sich entscheiden können. Wenn eine Seite zu dem Ergebnis kommt, dass sie im Begriff ist, den Konflikt zu verlieren, dann führt das häufig zu Kapitulation, zu Sieg und Niederlage. Eine diplomatische Kompromisslösung ist dann am wahrscheinlichsten, wenn beide Seiten zu dem Ergebnis kommen würden, wir können den Konflikt ohne enorme weitere Verluste, ohne enormen Schaden für uns selbst, nicht klar für uns entscheiden. Dann geht man zum Verhandlungstisch. Ich wage keine Prognose, ob man jetzt oder in kommenden Tagen oder hoffentlich nicht längeren Wochen in Moskau bereit ist, eine solche Einsicht sich zu eigen zu machen. Aber ich will nur darauf hinweisen, erst wenn diese Voraussetzung gegeben ist, sollten wir russische Äußerungen, die Verhandlungen würden ja ganz positiv verlaufen, wirklich ernst nehmen. Es kann durchaus sein, ich will das nicht behaupten, aber ich
ich sage warnend, es kann durchaus sein, dass solche optimistisch klingenden Äußerungen im Augenblick noch eher dem Zweck dienen, die Entschlossenheit des Westens, die Ukraine jetzt nicht fallen zu lassen, zu schwächen, in der Erwartung, dass da in 2 oder 3 Tagen ein unterschriftsreifes Dokument auf dem Tisch liegen wird. Das sehe ich im Augenblick noch nicht und vielleicht noch in einiger Zeit nicht. Meine Damen und Herren, die Frage, die mir ursprünglich von Präsident Thierse gestellt wurde, vor Monaten, als wir über diese Veranstaltung sprachen, die Frage nach europäischer Souveränität, nach strategischer Autonomie, wie das gelegentlich in Frankreich genannt wird, die stellt sich natürlich heute angesichts dieses Kriegs in ganz anderer, in viel krasserer, in viel unmittelbarer Form, als wir das noch vor einigen Monaten eher sozusagen langfristig, planerisch, akademisch betrachten konnten. Heute müssen wir uns mit der Frage, und ich will mit der schwierigsten Frage anfangen, heute müssen wir uns mit der Frage befassen, könnte Europa sich selbst verteidigen, wenn es jetzt nicht nur um die Ukraine, sondern um uns, um die Partner der Europäischen Union, die meisten davon sind gleichzeitig auch NATO-Mitglieder, wenn wir bedroht oder angegriffen werden würden. Die traurige Antwort darauf lautet, leider wären wir zu gemeinsamer kollektiver Verteidigung nicht imstande. Wir praktizieren in der Europäischen Union bis zur Stunde das, was man leider nicht anders nennen kann als europäische Kleinstaaterei. Jeder kauft da 12 oder 16 Kampfflugzeuge, wartet sie selber mit enormen Kosten. Die Idee, die wunderbare, nicht wahr, historisch eindrucksvolle Idee einer europäischen Armee ist eine Chimäre. Wir haben uns höchstens in Millimeterschritten diesem Projekt angenähert in den letzten längeren Jahren. Dafür gibt es multiple Gründe. Ich sage nur, es ist ein weiter, weiter Weg, bis die Europäische Union imstande sein könnte, sich um ihre Sicherheit selbst, nämlich ohne die USA, zu kümmern. Dazu ein paar Bemerkungen zu diesem Thema der strategischen Souveränität. Und dann ist meine Zeit ja auch schon zu Ende. Die zentrale, die wichtigste Frage, das hätte ich vor einem halben Jahr so nicht formuliert, aber ist jetzt natürlich die Frage nach nuklearer Abschreckung, da wir uns im Augenblick damit befassen müssen, dass der russische Präsident direkt oder indirekt auch mit dem Einsatz nuklearer Mittel zumindest gedroht hat, zumindest implizit gedroht hat. Meine Damen und Herren, wir stehen in der deutschen und europäischen Außenpolitik heute vor einer ganz neuen Frage, die uns in den letzten 50 oder 70 Jahren nie berühren musste, nämlich vor der Frage, was ist eigentlich mit den USA los? Soweit ich zurückdenken kann, und ich bin ins Auswärtige Amt eingetreten in Mitte der 70er Jahre, hat es für unsere Außenpolitik, für unsere Sicherheitspolitik nie eine Rolle gespielt, ob jetzt im Weißen Haus ein Demokrat oder ein Republikaner saß. Die einen waren mehr Freihändler, die anderen waren mehr von den Gewerkschaften abhängig und so weiter. Aber sie waren alle treue Unterstützer und Anführer des NATO-Bündnisses. Da können Sie zurückgehen bis John F. Kennedy und bis in die jüngste Vergangenheit, bis zum Demokraten Obama oder zum konservativen George W. Bush. Erst durch Donald Trump haben wir gelernt, dass wir uns mit der Frage befassen müssen, was wäre denn, wenn ein Trump-Nachfolger das wahrmachen würde, was Trump gelegentlich spielerisch gesagt hat, nämlich brauchen wir die NATO, brauchen wir eigentlich nicht mehr, warum ist die denn im amerikanischen Interesse? Stellen Sie sich mal nur für einen Augenblick vor, wo wir stehen würden, heute, jetzt im März 2022, wenn im Weißen Haus Donald Trump und nicht der überzeugte Transatlantiker Joe Biden sitzen würde. Also ich mag mir dieses Szenario
kaum vorstellen. Das heißt, es gibt jetzt für die deutsche Außenpolitik eine ganz neue Fragestellung. Müssen wir was tun? Und wenn ja, was können wir tun? Oder was sollten wir unterlassen, um zu verhindern, dass im Weißen Haus wieder so eine Art Trump bei der nächsten Wahl einzieht? Können wir einen Beitrag dazu leisten, dass ein Joe Biden bei seiner möglichen Wiederwahlkampagne sagen kann, ich, Joe Biden, habe erreicht, dass die Europäer sich um ihren Kontinent, um ihre Sicherheit stärker kümmern, als das bisher nötig war. Und ihr, die Farmer in Idaho oder in Kansas, ihr müsst nicht mehr einen Teil eurer Steuergelder für die Sicherheit Europas ausgeben. Also das ist eine sehr verkürzte Darstellung. Aber solche Fragen, die bisher nicht auf unserer Prioritätenskala auftauchten, müssen wir uns jetzt stellen. Können wir, wir Europäer, einen Beitrag dazu leisten, dass die Chance der Wiederwahl eines Donald Trump oder ähnlich denkenden Republikaners eher gering und die Chance, einen Transatlantiker im Weißen Haus auch in der Zukunft zu haben, größer wird? Ganz neue Fragestellung. Zweiter Punkt zum nuklearen Thema. Emmanuel Macron hat im Januar, Februar 2020 zunächst in einer Rede in Paris und dann bei der Münchner Sicherheitskonferenz, ich habe ihn da interviewt, das war eine Gesprächsatmosphäre, hat gar keine Rede gehalten, er hat Stellung genommen zu der möglichen Rolle des französischen Nuklearpotenzials jenseits der reinen französischen Verteidigung. Und er hat angeboten, expressis verbis angeboten, dass er bereit wäre, mit den europäischen Partnern in ein Gespräch einzutreten über die französische Nuklearstrategie etc. pp. Er hat nicht gesagt, ich kann jetzt mit meinen französischen Nuklearwaffen Europa schützen. Das hat er so nicht gesagt, aber er hat gesagt, wir können zumindest eine strategische Diskussion beginnen. Ich fürchte, dass wir die Partner, die da angesprochen waren, Bundesrepublik Deutschland und andere, bisher zu diesem Angebot geschwiegen haben. Zum Teil deswegen, weil man Sorge hat, dass der amerikanische große Partner verärgert sein könnte, wenn wir jetzt mit Frankreich poussieren im nuklearen Bereich. Ich glaube, solche Fragestellungen sollten wir uns selbst verbieten. Natürlich sollten wir mit Frankreich über solche Fragen in ein vertieftes Gespräch eintreten, nicht öffentlich, sondern vertraulich, sondern möglicherweise geheim. Es geht hier um hochsensitive Themen. Also das nukleare Thema ist leider auf der Tagesordnung. Und ohne eine nukleare Abschreckungsfähigkeit wäre es mit der europäischen Souveränität ohnehin nicht weit her. Jetzt lassen Sie mich zum Abschluss noch ein paar einfachere Themen unter der Überschrift europäische Souveränität ansprechen. Ganz praktische Fragen. Meine Damen und Herren, wenn man also die Frage aufwirft, wie könnte denn Europa sich selbst gegebenenfalls glaubwürdig verteidigen, eine Außen- und Sicherheitspolitik betreiben, die aus einem Guss ist, dann muss ich Ihnen sagen, da geht es um zwei Themen. Erstens geht es um die Fähigkeiten, also um die auch militärischen Fähigkeiten, die, wie gesagt, aus Kleinstaatereigründen leider nicht sehr beeindruckend sind. Es wird viel zu viel Geld in viel zu viele kleine Projekte gesteckt unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, als dass man hier das macht, was wir in der Fachsprache Pooling and Sharing, also das Zusammenlegen von Fähigkeiten betreibt. Ich will das nicht weiter ausführen hier. Das politisch aber viel interessantere Thema sind die Entscheidungsprozeduren, meine Damen und Herren. Wir haben in der Europäischen Union auf der Grundlage des Vertrags von Lissabon im Prinzip das Prinzip der Entscheidung mit qualifizierten Mehrheiten. Nur im Bereich der Außenpolitik ist es so, dass jedes Land bei jeder Entscheidung, selbst wenn es nur um irgendwas geht, was in Venezuela passiert, jeder hat ein Vetorecht. Es muss also im Konsens oder einstimmig entschieden werden. Das führt dazu, dass die Europäische Union außen- und sicherheitspolitisch Stand heute
nicht wirklich handlungsfähig ist. Weil bei jeder zweiten Entscheidung, die in Brüssel bei den Botschaftern oder gar bei den Außenministern auf dem Tisch liegt, irgendeiner irgendein Problem hat, weil gerade bei ihm eine Wahl bevorsteht oder weil er andere innenpolitische Probleme hat. Wenn wir also nicht den Mut haben, in Brüssel einen Stein ins Wasser zu werfen, mit dem Ziel, eine Diskussion konkret anzuleiern über den möglicherweise schrittweisen, peu à peu Übergang zur Anwendung des qualifizierten Mehrheitsentscheidungssystems, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik, dann kann ich nicht erkennen, wie die Europäische Union in der Zukunft behaupten kann, dass sie strategische Souveränität für sich in Anspruch nimmt. Strategische Souveränität heißt ja, sich selbst, seine Grenzen, seine Bürger, sein Reichtum schützen zu können und nach außen agieren zu können, gemeinsam und einheitlich agieren zu können. Ohne eine Veränderung unserer Entscheidungsprozeduren wird es nicht gehen, meine Damen und Herren. Und nun ist es so, und das ist meine letzte Bemerkung, die Bundeskanzlerin Merkel, der Außenminister Sigmar Gabriel, der Chef der konservativen EPP-Fraktion, also Herr Weber, seines Zeichens von der bayerischen CSU, alle haben sie, auch Heiko Maas, auch Frau Baerbock, also auch Mitglieder der neuen Regierung, haben sich für die Idee ausgesprochen, das Prinzip der Mehrheitsentscheidungen in Brüssel einzuführen. Was fehlt bis zur Stunde, ist ein konkreter deutscher oder noch besser wäre natürlich ein konkreter deutsch-französischer oder deutsch-französisch-polnischer gemeinsamer Vorschlag in Brüssel, um das peu à peu mal in die Wirklichkeit umzusetzen. Das ist ein schwieriger Prozess. Wir haben eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten, für die das Stand heute völlig inakzeptabel wäre. Aber wenn es eine historische Gelegenheit gibt, meine Damen und Herren, um die Europäische Union auf eine neue Ebene in der Außen- und Sicherheits- und Verteidigung zu heben, dann jetzt, wenn wir die nicht nutzen, diese enorme existenzielle Bedrohung, die sich aufgrund dieses Angriffskriegs Putins jetzt für uns Europäer stellt, diese Aufgabe, die sich uns jetzt stellt, dann weiß ich nicht, wann wieder eine Gelegenheit sich bieten könnte. Und mein allerletzter Satz ist, die Europäische Union hat in ihrer Geschichte über das letzte halbe Jahrhundert und mehr immer wieder gezeigt, dass sie am besten dann sich weiterentwickeln kann, wenn sie sich von einer Krise herausgefordert fühlt. Es gab verschiedenste Krisen, die Älteren unter Ihnen werden sich daran erinnern, und an denen ist die Europäische Union regelmäßig gewachsen. Lassen Sie uns diese Krise nicht nur nutzen, um Angst zu haben, um unsere Existenz, um den Frieden in Europa, sondern auch um die Europäische Union auf die nächste Ebene der Handlungsfähigkeit zu heben. Herr Präsident, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat gestern Abend durchaus auch gesagt, Europa, das ist eigentlich immer Krise und immer der Versuch, aus der Krise heraus etwas zu lernen und vernünftige Entscheidungen zu treffen. Ich will mit dem letzten Punkt gleich anfangen, mit einer vielleicht ganz naiven Rückfrage. Was ist Ihrer Erfahrung nach wahrscheinlicher, dass man eine solche Mehrheitsentscheidung durchsetzen kann oder dass man sagt, wir bilden einen engeren Kreis von Staaten, Frankreich, Deutschland, Polen, Italien, wer auch immer dazugehört, die tatsächlich ihre militärischen Fähigkeiten stärken und ihre Entscheidungsprozeduren angleichen und vereinheitlichen, sodass man nicht alle mitnimmt, sondern der Idee wieder mal näher tritt, dieser Frage, dass es eben zwei Geschwindigkeiten in Europa gibt, angesichts der dramatischen existenziellen sicherheitspolitischen Notwendigkeiten. Ja, Herr Präsident, das ist, also Sie stecken den Finger genau an den richtigen wunden Punkt. Meine Antwort wäre, ich glaube, wir müssen beides versuchen. Wir müssen sozusagen im klassischen Sinn von
von Wolfgang Schäuble, den Kern, diejenigen, die mit uns gemeinsam bereit wären, mehr Souveränität gemeinsam auszuüben als einzeln, diesen inneren Zusammenschluss sollten wir anstreben. Aber wir sollten gleichzeitig das fortführen, was Angela Merkel aus meiner Sicht ja zu Recht versucht hat, nämlich die Mitgliedstaaten insgesamt gemeinsam nach vorne zu führen, damit die Kluft zwischen denen, die sich sozusagen gemeinsam voranbegeben und denen, die zurückbleiben, so gering wie möglich bleibt. Und ich will nur mal eine Möglichkeit skizzieren, die man in Brüssel diskutieren könnte. Also gehen wir mal davon aus, es wird also in Brüssel unter den Botschaftern die Frage diskutiert, anerkennen wir jetzt Herrn Maduro in Venezuela oder seinen Gegenspieler? Und dann sagt ein Land, das ist ein konkreter Fall, ist so passiert, das war in diesem Fall Italien, sagt er, also wir, die anderen haben alle die andere Meinung, wir haben eine andere Meinung, also es kommt zu keiner Entscheidung. Dann passiert nichts. So, was wäre denn, wenn der Europäische Rat beschließen würde, dass in dem Fall, in dem ein Land sein Veto einlegt, diese Entscheidung automatisch auf die nächste Ebene eskaliert? Das heißt, dann wird nicht einfach gesagt, da ist keine Entscheidung zustande gekommen, sondern dann werden am Tag danach die Außenminister persönlich mit dieser Entscheidung konfrontiert. Und wenn die Außenminister sich ebenfalls 27-1 uneinig sind, dann wandert diese Entscheidung auf die Ebene der Staats- und Regierungschefs. Ich sage Ihnen, was da passieren wird. Da wird sich der Botschafter Italiens dreimal überlegen, ob er gut beraten ist, zu riskieren, dass sein Außenminister und dann möglicherweise auch noch sein Regierungschef sich extra nach Brüssel begeben müssen oder zumindest in eine längere Video-Auseinandersetzung mit den 26 anderen treten müssen, ist uns diese Sache so viel wert, dass wir dieses Veto aufrechterhalten. Mit anderen Worten, das wäre eine prozedurale Möglichkeit, um das beliebige Anwenden des Vetos nur aus eigenen innenpolitischen Gründen ein klein bisschen zu erschweren. Solche und ähnliche Möglichkeiten, rein taktischer, technischer, administrativer Art, die gibt es. Ich will die nicht alle jetzt hier auf den Tisch legen, aber nur als Beispiel. Im Augenblick ist es eben so, dass die Anwendung des Vetos auch bei zweit- oder drittklassigen Fragen mit keinerlei Kosten oder mit keinem Preisschild versehen ist. Nicht wahr? Niemand wird dafür bestraft, dass er ein Veto einlegt. Man soll die Leute auch nicht bestrafen, aber man sollte eine Situation schaffen, in der die Einlegung des Vetos einfach schwieriger wird, mit einem Preisschild versehen wird. Dann bin ich sicher, aus meiner eigenen praktischen Erfahrung, werden schon mal von vornherein wesentlich weniger Vetos eingelegt als in der Vergangenheit. Aber ich bin absolut Ihrer Meinung, es wäre den Versuch wert, ich glaube, er ist notwendig, gemeinsam mit Frankreich, vermutlich den Benelux-Staaten, Italien und einigen anderen, den Schritt in ein außen- und sicherheitspolitisches Kerneuropa zu gehen, bei dem wir uns in allen Bereichen, in den außenpolitischen Entscheidungsprozeduren, aber auch bei der Zusammenlegung unserer Fähigkeiten noch viel stärker integrieren. Dass eine solche Mischung von Aktivitäten auf der Ebene aller Mitgliedstaaten gemeinsam und in der Richtung eines Zusammenschlusses, des kerneuropäischen Zusammenschlusses, natürlich immer mit dem Proviso, dass dieser Zusammenschluss für alle weiteren offen sein muss, die sich ihm anschließen wollen. Also es darf kein exklusiver Zirkel sein, sonst platzt die Europäische Union in unterschiedliche Teile auseinander. Was Sie zum Thema Veto gesagt haben, irritiert mich etwas. Ich wusste gar nicht, dass die einzelnen Botschafter so viel Macht haben. Ich dachte immer, sie sind gebunden an die Weisung des Außenministers oder ihres jeweiligen Regierungschefs, sodass sie solche Spielchen gar nicht machen können, es sei denn, sie machen sie im Auftrage ihrer Vorgesetzten. Aber ja, Sie haben ja recht, also genauso ist es ja. Aber der Botschafter wird dann nach Hause berichten und wird sagen, lieber Herr Minister,
ich habe jetzt Sondierungsgespräche geführt, wenn ich die Weisung ausführe und das Veto einlege, dann muss ich Sie warnen, dann landet die Sache auf Ihrem Schreibtisch übermorgen. Also überlegen Sie doch bitte mal, ob Sie mir eine andere Weisung geben. Dann bleibt Ihnen das erspart. Nicht wahr? Das ist der Mechanismus, der dann hier zum Tragen kommt. Ich will mal zu dem Thema, das Sie auch angesprochen haben, dem Thema nukleare Abschreckung, also nukleare Teilhabe. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Ich habe immer verstanden, als einer, der in militärischen Fragen nicht so viel Ahnung hat, dass die nukleare Teilhabe Deutschlands, die ja auch gelegentlich gerade bei der Friedensbewegung auf heftige Kritik stößt, sozusagen auch eine kleine Bremse ist, sozusagen mitbestimmen zu können und ein bisschen vor Leichtsinn zu hüten dabei. Ich weiß nicht, ob das eine etwas zu freundliche Interpretation ist. Aber halten Sie es denn überhaupt für realistisch, dass Frankreich, das stolze Frankreich, bereit ist, ein anderes Land, zum Beispiel Deutschland, mitreden zu lassen bei ihrer Entscheidung über die Force de Frappe? Also es ist ja so, bei der aktuellen Konstellation, was die nukleare Abschreckung und die nukleare Teilhabe angeht, da geht es um die Nuklearmacht USA, ein bisschen gestützt durch die Nuklearmacht Vereinigtes Königreich natürlich und etwas indirekter durch die nuklearen Fähigkeiten Frankreichs. Aber entscheidend ist der amerikanische Nuklearschirm. Die Entscheidung über den Einsatz der amerikanischen Nuklearwaffen, egal ob das Waffen sind, die in USA stationiert sind oder Bomben, die in Büchel in Rheinland-Pfalz stationiert sind und gegebenenfalls von deutschen Flugzeugen transportiert werden müssten. Die Entscheidung über den Einsatz dieser Waffen liegt in exakt einer Person, das ist der amerikanische Präsident. Diese Entscheidungsmonopolisierung ist bei Nuklearwaffen bei allen Mächten, die ich kenne, in Frankreich genauso, in Russland natürlich auch so, überall gang und gäbe. Es gibt nirgendwo eine geteilte Verantwortung. Und die einzige Relativierung ist bei uns in der Nordatlantischen Allianz die sogenannte nukleare Planungsgruppe, in der über die Einsatzmodalitäten und über Szenarien möglicher nuklearer Einsatznotwendigkeiten unter Fachleuten, unter Generälen und Diplomaten diskutiert wird. Das ist sozusagen unsere Einbindung in die Entscheidungsprozeduren, die aber am Schluss auf dem Schreibtisch im Weißen Haus landen und nur dort würde die Entscheidung getroffen werden. Jetzt lautet Ihre Frage, wenn ich sie richtig interpretiere, wie wäre das denn mit im Falle Frankreichs? Ja. Ich fürchte, die wäre genauso. Wir können nicht erwarten, ich jedenfalls würde nicht erwarten, dass Frankreich bereit wäre, seine schlussendliche souveräne Entscheidung über den Einsatz der eigenen Nuklearstreitkräfte mit anderen zu teilen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass ein ähnliches Arrangement, wie wir es mit den USA haben, auch mit Frankreich vorstellbar wäre. Dass also Deutschland, was weiß ich, die Niederlande und andere Österreich und andere EU-Mitglieder sich in einem Kreis mit Frankreich, in einem sehr vertraulichen Kreis, darüber beraten, wie die Abschreckung durch französische Nuklearkräfte so effizient gestaltet werden kann, dass wir uns alle dadurch geschützt fühlen und dass der mögliche Gegner sich abgeschreckt fühlen würde. Das würde, wenn man darüber im Ernst diskutieren wollte, das würde natürlich auch die Frage aufwerfen, wäre es vorstellbar, dass französische Waffen auf deutschem Territorium oder auf polnischem Territorium stationiert sein würden und dann, egal ob von französischen Soldaten oder von deutschen oder polnischen Soldaten, eingesetzt werden würden. Aber immer unter der Überschrift, die schlussendliche Entscheidung würde jedenfalls nach meinem Dafürhalten eine französische Entscheidung bleiben müssen. Der Professor Münkler, ein von mir hochgeschätzter
Wissenschaftler in Berlin. Der Professor Herfried Münkler hat vor 2 Wochen in einem Zeitungsbeitrag darüber spekuliert, ob man eine solche europäische nukleare Fähigkeit so organisieren könnte, dass die Entscheidungskompetenz sozusagen wie beim Vorsitz im Europäischen Rat rotiert. Also dass Deutschland ein Jahr oder ein halbes Jahr und dann Frankreich und dann Estland und so weiter, halte ich für vollkommen ausgeschlossen, völlig unrealistisch. Ich glaube auch nicht, dass sich irgendjemand in China, in Iran, in Russland abgeschreckt fühlen würde, wenn jetzt sozusagen der Entscheidungsknopf in Portugal oder in Litauen wäre. Das ist für mich nicht vorstellbar. Und ich glaube auch nicht, dass das für unsere Parlamente ein gangbarer Weg wäre. Also ich glaube, es muss dabei bleiben. Die schlussendliche Entscheidung muss in der Hand von einem sein. Und wir haben jetzt in der Europäischen Union nach Brexit eben nur eine einzige Nuklearmacht, und das ist Frankreich. Und die Fähigkeiten müsste man dann so gut wie möglich einbetten in europäische Konsultationsprozeduren. Wie gesagt, wir sind davon noch weit entfernt. Aber ich bin der Meinung, wir sollten das Angebot der französischen Seite annehmen, zumindest mal in einen ersten Dialog darüber einzutreten. Wir müssen gleich mit dem Militär aufhören, aber eine Frage will ich doch noch stellen. Was ist denn eigentlich ein europäischer Schutz gegen die taktischen Atomwaffen Russlands? Also wie wir jetzt haben lesen müssen, Russland hat kleinere Atomwaffen entwickelt, die taktisch einsetzbar sind, mit denen man eine Stadt ausradieren kann oder ein Dorf oder ein ganz konkretes Ziel. Das ist ja unerhört gefährlich. Bisher konnte man immer sagen, Atomwaffen, Atombomben sind politische Waffen, Abschreckungswaffen. Jetzt werden plötzlich Atomwaffen einsetzbar. Und das vergrößert die Besorgnis, und die Frage stellt sich, wie kann man sich dagegen wehren? Also, Herr Präsident, diese Frage ist ja nicht ganz neu. Taktische Nuklearwaffen, also bewegliche Nuklearwaffen, die aus Flugzeugen abgeworfen werden können oder durch weitreichende Artillerie verschossen werden können oder durch Kurzstreckenraketen verschossen werden können, die gibt es ja schon länger. Wir haben in den 1980er Jahren ja erfreulicherweise unter der Führung des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt erlebt, dass eine Situation, die nicht ganz unähnlich war der jetzigen, nämlich ein Aufwuchs an Mittelstreckensystemen auf sowjetischer Seite ohne ein ähnliches Gegengewicht auf westlicher Seite, dass das zu dem damaligen Nachrüstungsbeschluss führte und in der Folgezeit zu einem Verhandlungsprozess mit dem Ergebnis des INF-Vertrags, nämlich Doppel-Null. Auf beiden Seiten wurden die nuklearen Mittelstreckenwaffen zwischen 500 und 5000 Kilometern Reichweite eliminiert. Großes Ergebnis, sehr erfreulich. Leider ist dieser Vertrag kaputt gegangen vor ein paar Jahren, weil nach westlichen Erkenntnissen die russische Seite den Vertrag durch bestimmte Cruise-Missile-Entwicklung verletzt hat. Jetzt haben wir in der Tat eine Lage, die ungut ist. Also wenn wir jetzt einen Helmut Schmidt hätten, der hätte wahrscheinlich schon längst Alarm geschlagen. Der war ja ein Fachmann in diesen Dingen, hat Bücher, ganze Bücher über Abschreckung geschrieben. Wir haben jetzt eine Lage, in der Russland ohne irgendwelche rüstungskontrollpolitischen Beschränkungen, beispielsweise in Kaliningrad, nur ein paar hundert Kilometer von Berlin, nukleare ballistische Systeme aufstellen kann und uns damit bedrohen kann. Wir, der Westen, die USA, haben keinerlei solche Systeme. Wir haben nur diese relativ geringe Zahl von flugzeuggestützten modernen Bomben, die also bei uns in Rheinland-Pfalz gelagert werden. Das Ziel müsste folgendes sein, aus meiner Sicht. Die russische Seite betrachtet neben der angeblichen Sorge wegen der NATO-Erweiterung der Ukraine, betrachtet bestimmte Raketenabwehrinstallationen der USA in Polen und in Rumänien als für sich bedrohlich. Weil sie sagen, diese Raketenabwehrsysteme, die könnten innerhalb von kürzester Zeit
auch ausgestattet werden mit offensiven Waffen, die dann möglicherweise gegen Russland abgefeuert werden können. Das ist die Kurzfassung. Wir könnten also theoretisch zumindest in eine, wenn der Ukraine-Krieg mal vorbei ist hoffentlich, in eine Verhandlungssituation uns hineinbegeben, in der wir der Westen sagen könnten, wir sind bereit, über eine Reduzierung oder einen Abbau dieser amerikanischen Raketenabwehrsysteme in Osteuropa zu sprechen. Wir wären auch bereit, an dem Verzicht auf Dislozierung von Nuklearsystemen in östlichen NATO-Mitgliedstaaten festzuhalten, an diesem Verzicht festzuhalten, wenn ihr Russen mit uns einen Vertrag schließt, der die Stationierung von nuklearen Systemen in Kaliningrad und in Belarus etc. pp. Genauso ausschließen würde. Das heißt, so eine Art INF-Vertrag für Kurz- und Mittelstreckensysteme, also eine Neuauflage. Im Augenblick klingt das wie Zukunftsmusik, aber ich denke, dass der Zeitpunkt kommen wird, wenn wir hoffentlich diesen unsäglichen Ukraine-Krieg hinter uns gelassen haben werden, in einem hoffentlich nicht vielen Monaten, dass man über Rüstungskontrolle wieder ernsthaft reden kann. Die USA haben mit Russland ja immerhin diesen New START-Vertrag, was die interkontinentalen Systeme angeht, geschlossen. Hier in Europa fehlt eine Umsetzung von Rüstungskontrolle, sowohl im Kurzstreckenbereich, wie übrigens natürlich auch im konventionellen Bereich. Nicht wahr? Es ist auch unsäglich, dass es nach der gegenwärtigen Rechtslage Russland möglich war, 150.000 oder mehr Soldaten an der ukrainischen Ostgrenze zu dislozieren, ohne dass irgendein Rüstungskontrollvertrag das mit Transparenzmaßnahmen verbunden hätte. Also wir brauchen auch im konventionellen Bereich wieder mehr Vertrauensbildung, reduzierende Maßnahmen, Manöverankündigungsnotwendigkeiten und so weiter. Ein riesiges Feld, das leider in den letzten Jahren unbeackert geblieben ist. Nicht aus Gründen, die bei uns, für die wir die Schuld tragen, sondern das waren Probleme zwischen den großen Mächten, zwischen Russland und den USA. Nun ist ja Sicherheitspolitik nicht nur militärischer Art. Es geht ja auch um andere Fragen der Zusammenarbeit. Deswegen will ich nochmal die etwas grundsätzlichere Frage stellen, welche Erfahrungen und Instrumente aus der Erfolgsgeschichte der Entspannungspolitik sind jetzt und künftig nach diesem Einschnitt des Aggressionskrieges von Putin überhaupt noch verwendbar, sinnvoll, an welche kann man anknüpfen? Das Stichwort KSZE ist so etwas wieder irgendwann möglich, wo es ja eben nicht nur um Abrüstungsfragen und sicherheitspolitisch im engeren Sinne, sondern eben auch die unterschiedlichen Körbe, Wirtschaftsbeziehungen, zivilgesellschaftliche Beziehungen etc. etc. Dazu vielleicht zwei Punkte. Ein ganz praktischer Punkt ist folgender. Wenn ich an die Erfahrungen denke, die ein Egon Bahr gemacht hat, sozusagen bei der Sondierung von entspannungspolitischen Möglichkeiten zwischen der Sowjetunion und damaligen Bundesrepublik Deutschland, aber auch mit der DDR, dann darf man feststellen, dass diese diplomatischen Versuche nicht so stattgefunden haben, wie im Augenblick beispielsweise die russisch-ukrainischen Verhandlungen an der belarussischen Grenze. Da sitzen dann also hier jetzt Dutzende Journalisten und warten, bis die Leute aus dem Konferenzraum herauskommen und dann wird denen irgendwas erzählt. Die Barsche Methode, übrigens auch die Kissingersche Methode, war zunächst mal die Methode, die wir im diplomatischen Jargon den Back-Channel nennen. Also das vertrauliche Gespräch ohne Öffentlichkeit. Kissinger hat Monate mit China verhandelt, bevor irgendein Mensch was davon erfahren hat, außerhalb des engen Kreises um Richard Nixon. Und nur so war die Normalisierung des Verhältnisses mit China möglich. Und Egon Bahr hat, wie Sie genauso gut wissen wie ich, lange, lange Gespräche mit dem Umfeld von Brezhnev und so weiter damals geführt. Also ich plädiere sehr dafür, dass man
den Mechanismus, das Instrument des vertraulichen Austauschs wieder nutzt. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass ein Joe Biden einen ihm Vertrauten mal nach Moskau schickt, ohne dass das in derselben Sekunde in der Zeitung steht. Oder umgekehrt. Und genauso können wir das mal. Das ist eine rein praktische Erwägung. Viel grundsätzlicher ist in der Tat die Überlegung, wie können wir uns mit einer sicherheitspolitischen Architekturvorstellung identifizieren, von der wir glauben, dass die für die andere Seite auch akzeptabel sein könnte. Ich persönlich glaube, dass das möglich ist. Es wäre möglich gewesen, wenn man in Moskau jetzt nicht zu diesem militärischen Angriffskrieg geschritten wäre. Im Rahmen der OSZE wurde schon vor 6 Jahren ein Prozess versuchsweise in Gang gesetzt, wie könnte eine künftige Struktur, wie könnte ein Helsinki 2 aussehen. Vergessen wir nicht, in 2 Jahren, der finnische Präsident Sauli Niinistö hat kürzlich bei seinem Auftritt in München auch darauf hingewiesen, in 2 Jahren haben wir 50 Jahre des Beginns des Helsinki-Prozesses und das wäre nicht der schlechteste Anknüpfungspunkt, um zu überlegen, ob man tatsächlich diesen Zeitpunkt nutzen könnte, um einen neuen Prozess in Gang zu setzen. Im Augenblick sind die Hürden, wie ich eingangs sagte, natürlich wegen des vollkommen kaputtgegangenen Vertrauensverhältnisses. Im Augenblick sind die Hürden riesengroß und sehr hoch, aber das kann sich im Laufe von den nächsten Monaten und Jahren ja durchaus auch ändern. Man muss, wenn man praktizierender Diplomat ist, dann muss man einen gewissen Optimismus sich bewahren und davon ausgehen, dass die Dinge nicht immer so bleiben, wie sie sind, dass sich auch mal wieder ein Licht am Ende des Tunnels manifestiert. Vielleicht gibt es politische Veränderungen und Einsichten in Russland. Vielleicht werden sich die Kriegsentwicklungen in der Ukraine so entwickeln, dass die russischen Maximalforderungen sich als nicht umsetzbar erweisen. Vielleicht ist das könnte das ein erster Ansatzpunkt sein, um über Themen zu reden, die über die Ukraine hinausgehen und dann zu einer neuen Diskussion über eine gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur führen. Aber ich denke, wenn wir realistisch sind, im Augenblick ist es ein weiter Weg. Und im Augenblick werden, wenn ich ganz realistisch bin, werden relativ viele unserer Partner, vor allen Dingen die östlich von uns sitzen, die werden sagen, solange Putin im Kreml sitzt, sind wir nicht bereit, dessen Wort oder dem Wort seiner Mitarbeiter auch nur für eine Sekunde zu trauen, weil wir ja diese Erfahrung der letzten längeren Monate und Tage gemacht haben. Das halte ich, wie gesagt, das Thema des Vertrauens halte ich im Augenblick für das größte Hindernis beim Nachdenken über solche Versuche. Aber wir sollten es trotzdem natürlich unbedingt tun. Es ist in unserem nachdrücklichen, ja fast existenziellen Interesse, das zu tun. Ich will noch ein weitergehendes Thema ansprechen, bevor Herr Hahn dann das Wort bekommt, um die Chat-Teilnehmer zur Sprache zu bringen. Es gibt ja die Befürchtung, dass die gegenwärtige Situation, dieser Krieg, den Putin vielleicht militärisch kurzfristig gewinnen kann, aber dann politisch den Frieden verliert, dass also Russland an die Seite Chinas gedrängt wird. Wahrscheinlich als der schwächere Partner, mit Sicherheit als der schwächere Partner. Und damit verbunden die Besorgnis, dass da eine neue globale Konfrontation entsteht, ein neuer Antagonismus, der sowohl machtpolitischer Art wie ideologischer Art ist. Ich habe die Erklärung von Putin und Xi Jinping vor der Olympiade gelesen. Das ist ja ein anti-westliches Manifest. Da hat man schon ein ideologisches Korsett für eine machtpolitische Konstellation, die ja nicht in europäischem Interesse sein kann. Befürchten Sie auch eine solche Entwicklung? Und wenn ja, was könnte der Westen, Europa dagegen tun, dass genau dieses wieder passiert, eine neue Phase einer fundamentalen Konfrontation? Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Das ist natürlich eine der
der wirklich interessantesten strategischen, geostrategischen Fragestellungen. Also dazu vielleicht nur zwei, drei kurze Fußnoten. Erstens hatten wir, wie Sie gerade sagten, kurz vor dem Ausbruch dieses Kriegs dieses sozusagen unverbrüchliche Freundschaftsbekenntnis zwischen Putin und Xi Jinping. Das steht jetzt in der Tat so im Raum. Zweitens kann das, was jetzt passiert ist seit dem 24. Februar, in China aus meiner Sicht nur Frust und Wut und Ärger ausgelöst haben, weil alles, was jetzt hier passiert ist, eigentlich nicht im chinesischen Interesse ist. Also die Wiedererstarkung der amerikanischen Führungsrolle in und mit Europa, die Wiederbelebung des Gedankens der NATO, die ja noch vor einem Jahr nicht nur von Macron als Hirntod bezeichnet worden war, die Berappelung der Europäischen Union, die jetzt imstande ist, auch schwerste Sanktionen gemeinsam zu bringen und so. Das kann alles nicht im chinesischen Interesse liegen. China hat in den letzten längeren Jahren ja sehr geschickt versucht, die Europäer auch gegeneinander auszuspielen und mit einzelnen kleinen Gruppchen zu verhandeln und so weiter und so weiter. Also ich glaube, dass in China großer Frust herrscht. Ich habe in der vergangenen Nacht mir 2 Stunden meines Nachtschlafs genommen und habe an einer Diskussion in Peking, also virtuell teilgenommen, zwischen 1 Uhr und 3 Uhr morgens in der vergangenen Nacht, mit einer ganzen Reihe von chinesischen Entscheidungsträgern und Intellektuellen und so weiter. Also, und ich will das kurz referieren, weil es wirklich sehr spannend ist. Die sagen alle durch die Bank, die USA versuchen uns jetzt auf ihre Seite zu ziehen in diesem Ukraine-Krieg. Und das werden wir garantiert nicht machen. Soweit kommt es noch, dass wir uns jetzt von den USA, nicht wahr, die uns wegen Taiwan bedrohen, auf deren Seite ziehen lassen. Ich habe in meinem Beitrag bei dieser Diskussion gesagt, liebe Chinesen, ich vertrete ja nicht die USA. Ich habe auch keine Meinung dazu, ob ihr euch auf die amerikanische Seite ziehen lassen sollt. Aber ich habe eine klare Meinung, dass China einen Riesenfehler macht, wenn es sich auf die Seite eines Kriegsverbrechers stellt, der einen unprovozierten Angriffskrieg gestartet hat. Ihr Chinesen seid doch die, die ständig über die Wichtigkeit der UNO-Charta reden und darauf pochen, dass territoriale Integrität und Souveränität aller Staaten gewahrt bleiben müssen. Also stellt euch nicht an die Seite der USA, sondern stellt euch an die Seite der UNO-Charta, stellt euch an die Seite des Völkerrechts, stellt euch an die Seite derer, die mit allem, was sie können, den Versuch machen, diesen Krieg in der Ukraine zu beenden. Und wenn ihr Chinesen es schaffen solltet, hier einen wesentlichen Beitrag zu leisten, dass dieser Krieg beendet wird, indem er vielleicht hinter den Kulissen auch ein bisschen Druck auf Putin ausübt, dann wird das Standing Chinas in der Welt trotz aller riesigen Probleme, die wir mit China haben, wenn Sie an Menschenrechte denken, an die Uiguren denken, an Hongkong denken und so weiter und so weiter, dann würde das Ansehen Chinas nicht nur in der westlichen Welt massiv stärken und verbessern. Im Gegenteil dazu, wenn ihr euch jetzt auf die Seite des russischen Angriffskriegs stellt, dann ist eine Chance, die China hat, sich als verantwortungsvoller Großakteur weltpolitisch zu präsentieren, dahin. Also die chinesische Reaktion? Die chinesische Reaktion ist wackelig. Wie gesagt, es herrscht in Peking unter den Leuten, die an dieser Veranstaltung teilnahmen, es herrscht der Gedanke vor, das wäre ja alles nicht passiert, wenn die Amerikaner nicht die NATO so stark nach erweitert hätten und so weiter. Das ist der Grundsatz, der in Peking als sehr, sehr wichtig gilt. Und deswegen muss man versuchen, und ich hoffe, dass europäische Politiker, angefangen mit unserem eigenen Bundeskanzler und seiner Regierungsmannschaft, aber auch andere, den Chinesen erklären, es ist falsch, wenn ihr diesen Krieg nur unter der Brille der amerikanisch-chinesischen Auseinandersetzung seht. Ihr müsst ihn auch sehen
unter der Brille des Verhältnisses zwischen China und dem großen Wirtschaftspartner Europäische Union. Wir sind ein mindestens genauso wichtiger Wirtschaftspartner wie die USA für China. Und denk mal an die Zukunft. Also ich fürchte oder ich glaube, dass hier die Entscheidungen noch nicht endgültig getroffen sind. Ich sehe, dass man in Peking jeden Schritt sehr sorgfältig abwägt im Augenblick. Und ich sehe, dass man jedenfalls bei den bisherigen offiziellen Entscheidungen, die in den Vereinten Nationen getroffen werden mussten, nicht wahr, dass man in Peking nicht den Schritt gemacht hat, sich auf die russische Seite zu setzen, sondern dass man also versucht hat, in der Mitte zu lavieren. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Im Augenblick wird noch laviert. Und ich würde mir wünschen, dass die Chinesen ein kleines bisschen mehr in Richtung gegen Russland lavieren, weil das für Russland natürlich eine enorme Schlappe wäre. Wenn gerade nach dieser Erklärung zwischen Xi Jinping und Putin in Moskau deutlich würde, dass man auf eine wie auch immer geartete Unterstützung aus Peking bei der Durchführung dieses Kriegs nicht rechnen kann. Im Gegenteil, dass die Chinesen sagen, ihr müsst diesen Unsinn jetzt so schnell wie möglich beenden, sonst können wir euch auch nicht helfen. Das wäre wünschenswert. Ja. Aha, was sagt der Chat? Herr Botschafter, Sie haben davon gesprochen, dass Vertrauen die Währung der Diplomatie ist. Ja. Eine Frage, weil Sie Egon Bahr erwähnten. Warum konnte Egon Bahr seinen Gesprächspartnern vertrauen? Naja, ich gehe mal davon aus, dass auch in der Ära Brandt, Bahr und danach das Vertrauen natürlich nicht grenzenlos war. Aber es gab ein gemeinsames Verständnis in der damaligen Zeit des sich entwickelnden Kalten Kriegs, dass die sowjetische Seite interessiert war an dem Erhalt des Status quo, also an dem territorialen Status quo, Warschauer Pakt etc. pp., das wollte man bewahren und möglichst festzimmern. Und der Westen hatte das Interesse, den Status quo durch menschenrechtspolitische Dinge, durch Zusammenarbeit peu à peu zu überwinden. Man traf sich in der Mitte. Also es war möglich, gemeinsame Interessen zu definieren. In Moskau war man der Meinung, dass die Schlussakte von Helsinki eine für die Sowjetunion sinnvolle Stabilisierung der europäischen Gesamtlage mit sich bringen würde. Vergessen Sie nicht, noch Ende der 60er Jahre war der Aufstand in Prag und in den 50er Jahren war der Aufstand in Ungarn. Man war in Moskau ja nicht so, und dann kamen später die Unruhen in Polen dazu. Es war ja nicht so, dass die Sowjetunion davon ausgehen konnte, dass hier sozusagen der allgemeine Landfrieden ausgebrochen wäre. Man konnte hier gemeinsame Interessen definieren. Auf der Basis dieser gemeinsam definierten Interessen gab es auch ein gewisses Maß an gegenseitigem Vertrauen. Ein gewisses Maß. Das war sicherlich nicht grenzenlos, aber es reichte, um Vereinbarungen zu treffen. Und auf der Basis erster Vereinbarungen, die man dann getroffen hat, weitere Vereinbarungen aufzubauen, immer in der Erwartung, dass der andere diese dann auch honorieren würde. Das war erfreulicherweise nicht nur bei unseren Verhandlungen, also Bahr und so weiter, der Fall, sondern es war auch zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion möglich im Bereich der nuklearen Reduzierungsverträge, der Rüstungskontrollverträge. Denken Sie an SALT 1, SALT 2, START 1 und so weiter. Das passierte ja alles mitten im Kalten Krieg. Denken Sie an Reagan und Gorbatschow in Island, die noch mitten im Kalten Krieg angefangen haben, darüber zu reden, wie wäre es denn, wenn wir jetzt gemeinsam die Nuklearwaffen massiv reduzieren oder gar eliminieren würden. Ronald Reagan war ja bereit, weil er kein Fachmann war, wir noch viel weiter zu gehen. Also es war in der Tat möglich, ein gewisses, auch persönliches Vertrauensverhältnis zu etablieren. Ich fürchte, dass nach dem, was jetzt passiert ist,
ein persönliches Vertrauensverhältnis weder mit Sergei Lavrov, der ein Zyniker ist, der ist ein großer Fachmann, aber eben auch ein totaler Zyniker. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Kollegen oder meine Nachfolger in den westlichen Hauptstädten bereit sind, mit Sergei Lavrov auf der Basis persönlichen Vertrauens Gespräche und Vereinbarungen zu treffen. Dazu ist jetzt einfach zu viel Schlimmes passiert. Und was die Person von Wladimir Putin angeht, bin ich mir da erst recht nicht sicher, wer denn bereit wäre, mit ihm in ein Vertrauensverhältnis einzutreten. Da müsste schon viel passieren und müssten viele Vorleistungen von russischer Seite kommen, um hier eine erste Vertrauensbasis wiederherzustellen. Soweit ist die Lage heute schwieriger und schlechter, muss man wirklich sagen, als sie damals mitten im Kalten Krieg gewesen ist. An der letzten Münchner Sicherheitskonferenz hat Russland nicht teilgenommen. Lässt sich aus heutiger Sicht das erklären? Es ist ja eine verpasste Gelegenheit auch für Russland gewesen, seine Sicht noch mal darzulegen mit aller Polemik. Wir sprechen ja im Zusammenhang der Kriegsführung auch über die medialen Wirkungen eines Wladimir Putin und eines Präsidenten Selenskyj. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass Russland sich diese Gelegenheit hat entgehen lassen, an der Sicherheitskonferenz teilzunehmen? Also, ja, die habe ich schon. Zunächst einmal war schon in den letzten Jahren die Teilnahme in München für Sergei Lavrov, gelegentlich auch für den Interimspräsidenten Medvedev, der zweimal in den letzten längeren Jahren in München aufgetreten ist. Das war in all diesen Fällen, wie sagt man das auf Deutsch, nicht vergnügungssteuerpflichtig für die beteiligten russischen Redner. Ich weiß nicht, ob Sie das selbst mitverfolgen konnten, wenn Lavrov das vorgetragen hat, was er vorgetragen hat, bis 2020 bei der letzten physischen Veranstaltung. Da saßen dann vorne in der ersten Reihe republikanische Senatoren, die ihn verbal versucht haben, zur Schnecke zu machen mit Zwischenrufen. Übrigens auch deutsche Abgeordnete, die sich da auszeichneten. Wenn das Ganze dann in Moskau über die Fernsehschirme lief, da kann ich nachvollziehen, dass man in Moskau sagte, haben wir das denn nötig? Müssen wir dieses Spießrutenlaufen über uns ergehen lassen? Was haben wir eigentlich davon? Gleichzeitig haben sie natürlich die vielfältigen Gesprächsmöglichkeiten hinter den Kulissen intensiv genutzt. Und jetzt in diesem Jahr, glaube ich, war es so, dass die Erwartung, dass die russische Seite sich in irgendeiner Form beteiligen würde, bis etwa 14 Tage vor dem Ereignis wachgehalten wurde. Ich habe mehrfach auch mit dem russischen Botschafter hier in Berlin darüber gesprochen. Der war auch noch hoffnungsvoll, dass da am Schluss doch entweder der Außenminister oder der Energieminister oder beide kommen würden. Ich glaube, dass dann ein Ukas erging, das weiß ich nicht, aber das kann ich unterstellen, der dazu führte, dass das ganze Außenministerium nicht kam, dass auch andere Regierungsmitglieder nicht kamen und dass selbst ein German Gref, früher Wirtschaftsminister in der Jelzin-Ära und jetziger Chef der Sberbank, der ist der einzige Russe, der in dem Beirat der Münchner Sicherheitskonferenz sitzt. Dieser German Gref hatte mir noch am Mittwoch vor der Münchner Sicherheitskonferenz am Telefon gesagt, natürlich komme ich und ich bin auch entsprechend geimpft, also ich erfülle die Voraussetzungen. Und am Donnerstag wurde mir dann von seinen Mitarbeitern mitgeteilt, das gehe jetzt eben doch nicht. Mit anderen Worten, da gab es offensichtlich eine Entscheidung, dass alle die, die direkt oder indirekt mit der russischen Regierung verknüpft waren, nicht kommen würden. Wir hatten trotzdem mehrere russische Vertreter da, die eben nicht Regierungsvertreter waren. Wir hatten ein oder zwei sogenannte Oligarchen da und wir hatten Leute da wie Igor Jürgens, ein bedeutender Mitarbeiter des damaligen Interimspräsidenten Medvedev,
der sich zurzeit ohnehin im Westen aufhielt, der kam aus London nach München. Das Interessante, wenn ich das noch hinzufügen darf, war, dass alle diese Leute, wenn sie gefragt wurden oder wenn sie vorgetragen haben in kleinen oder größeren Runden in München, auch die anwesenden Oligarchen, die Meinung vertraten, der Putin macht das nie, der wird nicht den großen Krieg anfangen. Kein einziger dieser nichtamtlichen Russen hat das vorhergesehen. Mit anderen Worten, die russische Regierungsmaschine hat da sehr, sehr effizient diese ganzen Pläne geheim gehalten. Und die saßen, wie man so schön sagt, alle auf dem vollkommen falschen Dampfer und waren, und ich unterstelle, dass das bis in hohe Regierungsbeamtenkreise hineinging, die waren alle wie vom Donner gerührt, als dann der Einmarsch verkündet wurde. Ich habe Grund zu der Annahme, dass das selbst in den höchsten Ebenen des Außenministeriums in Moskau am Vorabend des Angriffs noch vollkommen unbekannt war. Eine Teilnehmerin fragt, Herr Botschafter, wie können wir denn als EU einen Beitrag leisten, dass nicht nochmal ein Trump in An- und Abführungszeichen an die Macht kommt? Oder ist das überhaupt möglich? Sie haben vorhin eine Andeutung gemacht. Wie sähe denn ein solcher Beitrag aus? Also ein möglicher Beitrag könnte darin bestehen, dass wir uns bemühen, dem aktuellen Amtsinhaber oder seinem möglichen demokratischen Nachfolgekandidaten, egal ob das jetzt Kamala Harris wäre oder jemand anders, dass wir es denen ermöglichen, im Wahlkampf mit dem Punkt zu punkten, wir haben es in diesen letzten 4 Jahren erreicht, dass die europäischen Partner und Verbündeten uns eine wesentliche Bürde abnehmen. Die kümmern sich jetzt mehr um ihren Kontinent. Wir können uns deswegen, so wie wir das ja glauben zu müssen, stärker den asiatisch-indopazifischen Themen zuwenden, die für Amerika nach allgemeiner Meinung die künftige Priorität darstellen. Und die Europäer nehmen uns das ab, was die Sicherung Europas und die Auseinandersetzung auf dem Balkan und die Auseinandersetzung über die Ukraine und so weiter angeht. Das könnte schon ein interessanter Punkt sein, wenn Sie an den berühmten Farmer in Idaho denken, der natürlich von Donald Trump zu hören bekommt, wie blöd sind wir eigentlich, dass wir auch nach 70 Jahren diesen Europäern, die viel reicher sind pro Kopf als viele von uns, dass wir denen immer noch sozusagen deren eigene Sicherheit mit enormen amerikanischen Ausgaben abstützen müssen. Wieso müssen wir denn 30.000, 50.000, 80.000 amerikanische Soldaten in Westeuropa stationiert haben mit irrsinnigen Kosten und so weiter? Können das die Europäer denn nicht endlich mal selber übernehmen? Das ist ja durchaus ein interessantes Argument. Und die Bundesregierung hat ja nun gerade in einem erstaunlichen Prozess, haben wir ja alle miterlebt, wie ich finde, richtigen Schlüsse aus den Entwicklungen gezogen und hat gesagt, naja, trotz aller früheren Bedenken sind wir jetzt gezwungen, das von uns ja mitgetragene 2%-Ziel für Verteidigungsausgaben nicht nur zu akzeptieren, sondern es auch tatsächlich konkret umzusetzen. Das ist auch ein Punkt, der, wenn er richtig gespielt wird, von einer Biden-Regierung als ein Erfolg im Umgang mit den Europäern gewertet werden kann. Also ich will jetzt nicht über handelspolitische und andere Fragen reden. Das Ende der Nord Stream 2 Pipeline wird von vielen in Washington natürlich auch als ein Erfolg bidenscher Außenpolitik gewertet im Umgang mit den Europäern, im Umgang mit dem aggressiven Russland. Also solche Themen können und werden vermutlich eine gewisse Rolle spielen. Wir dürfen uns natürlich auch nicht überheben. Es wird nicht so sein, dass der nächste Wahlkampf in Washington durch irgendetwas entschieden wird oder mitentschieden wird, was wir hier in Europa tun oder nicht tun. Aber wir sollten uns beim Umgang mit den USA halt
in den kommenden Monaten stärker als in der Vergangenheit immer wieder die Frage stellen, ist das jetzt eigentlich hilfreich oder ist es möglicherweise schädlich für diejenigen, die versuchen, enge transatlantische Bande aufrechtzuerhalten auf der amerikanischen Seite? Ein Teilnehmer fragt, inwiefern sieht China den Ukraine-Krieg als Blaupause für einen möglichen Militärschlag gegen Taiwan? Könnte China aus russischen Fehlern vielleicht lernen? Entscheidend ist noch die Nachfrage, was bedeutet die Taiwan-Frage eigentlich für Europa? Ja, ich fange vielleicht mal mit dem zweiten an. Wir leben ja, das ist inzwischen, glaube ich, communis opinio, in der Tat in einer dramatischen Zeitenwende. Noch vor wenigen Jahren, der Zeit, der ich Staatssekretär des Auswärtigen Amts war, habe ich gelegentlich den Bundeskanzler nach China begleitet. Und unsere China-Politik bestand noch vor 15 Jahren oder so im Wesentlichen aus Optimierung unserer Verkaufs- und Handels- und Investitionsabsichten. Da gab es dann ein bisschen Menschenrechtsprobleme, aber es gab eigentlich keinen strategischen Umgang mit dem indopazifischen Raum. Wir müssen Folgendes heute erkennen. Wenn es zu einem militärischen Konflikt in oder über Taiwan kommen sollte, dann hätte das genauso wie jetzt die Ukraine-Krise weltpolitische Erschütterungen größerer Art auslöst, dann hätte das erhebliche Auswirkungen auf uns, unseren Wohlstand, unsere Sicherheit. Ich will es mal drastisch ausdrücken. In dem Augenblick, in dem in oder über Taiwan ein militärischer Konflikt ausbricht, geht in Ingolstadt und in Wolfsburg das Licht noch viel schneller aus, als es jetzt wegen der fehlenden ukrainischen Ersatzteile der Fall ist. Weil plötzlich die Schifffahrt mit den ganzen Autoteilen und fertigen Autos durch das südchinesische Meer nicht mehr möglich ist, weil das alles gestoppt wird, weil es multiple Embargo-Regeln geben wird. Wir dürfen uns also nicht in der Gewissheit wiegen, bloß weil das viele tausende Kilometer entfernt ist, dass uns das nicht betrifft. Es würde uns erheblich betreffen. Punkt eins. Punkt zwei, unterstellen wir mal für einen Augenblick, dass die Allianz Peking-Moskau nicht durch den Ukraine-Vorgang massiv erschüttert wird, dass sie im Prinzip erhalten bleibt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die Lage im asiatischen Raum wegen Taiwan, die spitzt sich zu und die USA fangen an, ihre im Atlantik oder im Mittelmeer stationierten Flugzeugträger in Richtung China in Marsch zu setzen. Was macht dann ein Xi Jinping? Also ich erfinde das jetzt freihändig, nur um das zum Start zu stellen. Der ruft seinen Freund Wladimir in Moskau an und sagt, Wladimir, bevor die jetzt diese drei Flugzeugträger auch noch hier vor unserer Küste auffahren lassen, kannst du dir nicht was einfallen lassen, was die Amerikaner dazu veranlassen könnte, dass diese Flugzeugträger im Mittelmeer oder im Schwarzen Meer oder in der Ostsee oder im Nordatlantik bleiben? Und dann müsste ja Putin nur ein kleines bisschen in Georgien oder in Transnistrien oder in Aserbaidschan oder nochmal in der Ukraine zündeln. Wir haben so viele sogenannte Frozen Conflicts rund um das Schwarze Meer, dass es Putin, der russischen Führung möglicherweise, nicht sehr schwer fallen würde, eine Lage herbeizuführen, die Kräfte, wie man militärisch sagt, die Kräfte bündeln würde, binden würde im europäisch, Ostsee, Schwarzmeer, zentraleuropäischen Raum. Solche Zusammenhänge können wir heute nicht mehr leugnen. Und deswegen müssen wir uns mit der Taiwan-Frage nicht nur akademisch abstrakt, sondern geostrategisch direkt befassen. Wir Europäer, es ist nicht ein deutsches Problem, sondern es ist ein Problem auch für Europa. Jetzt zum ersten Teil Ihrer Frage. Ich denke, in Peking wird das, was sich hier abgespielt hat und was sich weiter abspielt in Sachen Ukraine, mit größtem Interesse und mit Akribie verfolgt werden. Wie gehen die USA vor?
Wie sieht es mit den logistischen Vorkehrungen aus? Welche Schlüsse lassen sich aus den russischen militärpolitischen Schwächen ziehen? Wie sieht das Verhältnis in einer modernen Kriegsführung aus zwischen Offense und Defense, also zwischen Angriff und Verteidigung? Sind Drohnen möglicherweise eine ganz neuartige Methode, um die Chancen des Verteidigers gegen, nicht wahr, die klassische Panzerarmee zu stärken? Also das ist aus chinesischer Sicht vermutlich ein hochinteressantes Laboratorium, was man mit großem Interesse betrachtet. Ich wiederhole aber meine Einschätzung von anfangs, dass ich glaube, dass man in Peking sehr, sehr unzufrieden ist, dass die Art der Handhabung dieses Konflikts durch Russland eigentlich nur Resultate produziert hat, zumindest bis Stand heute, die überhaupt nicht im chinesischen Interesse sein können. Stärke Einigkeit des Westens, neue anerkannte Führungskraft der USA, die Europäer sozusagen im Kielwasser der USA, den Amerikanern dankbar, dass sie sich mit ihrer nuklearen Rückversicherung vor Europa stellen. Das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie man einen solchen denkbaren Konflikt in Ostasien aus chinesischer Sicht betrachtet. Also wir werden nicht furchtbar viel machen können, aber wir dürfen diesen Taiwan-Konflikt nicht abhaken als etwas, was uns, wenn es stattfindet, nur marginal berühren wird. Es würde uns nicht so direkt betreffen wie jetzt der Ukraine-Konflikt, aber es würde uns indirekt massiv und über längere Zeit belasten. Und es würde natürlich ganz zentrale Fragen für uns, für die deutsche Regierung angesichts unserer enormen Einbindung in wirtschaftliche Prozesse mit China produzieren. Es würde die Frage aus Washington kommen, seid ihr jetzt mit uns gegen China oder versucht ihr sozusagen auf den Zaun zu setzen zwischen China und uns? Das werden wir euch nicht durchgehen lassen. Also schon deswegen müssen wir alles tun, was wir tun können, um dazu beizutragen, dass das, was jetzt in der Ukraine passiert, eher in China zu Sorgen führt und möglicherweise zum nochmaligen Überdenken der eigenen Möglichkeiten und zu größerer Vorsicht, was die Anwendung von militärischer Gewalt gegenüber Taiwan anbetreffen könnte. Wenn also dieses Ukraine-Beispiel abschreckend wirken sollte auf Angriffsüberlegungen der chinesischen Seite, dann wäre es aus unserer Sicht, aus meiner Sicht jedenfalls, ein positives Ergebnis. Und das heißt ja auch, dass das ukrainische Volk einen Opfergang geht, auch in unserem westlichen Interesse, um zu verhindern, dass Putin einen flottenstrahlenden militärischen Erfolg erzielt, der ermunternd wirken könnte, nicht nur bei ihm, sondern auch in chinesische Richtung. Nur eine allerletzte Frage, weil wir keine Zeit mehr haben. Geben Sie uns eine kleine Hoffnung. Was erwarten Sie, wann und wie schnell wird es einen Waffenstillstand geben, der dann diplomatische Verhandlungen und Kompromisssuche ermöglicht? Also, ich glaube, es gibt eine hoffentlich nicht illusionäre Erwartung an die russische Seite. Und die liegt darin, dass die Regierung Putin die russischen Medien ja weitestgehend unter Kontrolle hat. Es gibt so gut wie, von ganz wenigen kleinen Ausnahmen abgesehen, gibt so gut wie keine Oppositionsstimme. Nawalny sitzt im Gefängnislager. In der Duma gibt es niemanden, der sich ihm entgegenstellt, jedenfalls bis zur Stunde. So, mit anderen Worten, der russische Präsident könnte, wenn er denn wollte, übermorgen erklären, ich habe mit Zelensky ausgehandelt, dass der die Aspiration, die Ambition NATO zu den Akten gibt. Das NATO-Ziel ist jetzt offiziell erledigt. Zelensky akzeptiert, dass die Krim zu uns gehört
Und Selenskyj, und das werden wir auch schriftlich und unter Garantien festhalten, wird jeden Versuch aufgeben, Lugansk und Donetsk, diese beiden abtrünnigen Gebiete im Donbass-Gebiet, zurückzugewinnen. Und damit habe ich, außerdem gibt es bestimmte Beschränkungen für das ukrainische Militär, da dürfen also keine ausländischen Kräfte stationiert werden, so ähnlich wie wir das in der NATO-Russland-Grundakte für Polen und Rumänien ja auch schon festgelegt hatten. Und damit kann ich Putin erklären, ich habe meine Ziele erreicht, Sieg, und wir können unsere Streitkräfte zurückziehen, wir können einen Waffenstillstand vereinbaren. Ich glaube, das ist einer der wenigen Gesichtspunkte, der mich jetzt nicht optimistisch stimmt, aber die ich glaube heranziehen zu können, um zu sagen, ein Waffenstillstand muss für Putin nicht eine Niederlage bedeuten in seiner eigenen öffentlichen Wahrnehmung. Der kann das so manipulieren, was immer das Ergebnis sein wird, dass es in Moskau als hilfreich für die russische Sache betrachtet werden kann. Das hat er in der Hand. Ob er das macht, weiß ich nicht. Es gibt viele gewichtige Stimmen, die ich kenne, die genau das Gegenteil unterstellen. Aber ich will jetzt nicht das bisschen Optimismus schon wieder kaputt machen, aber es gibt relativ viele Leute, die der Meinung sind, er wird das nicht mit einem fadenscheinigen Kompromiss bewenden lassen, sondern er wird durchsetzen wollen, dass tatsächlich in der Ukraine, obwohl er was anderes sagt, dass es in der Ukraine Regime-Change gibt, dass es da eine Art Marionetten, also eine Art Janukowitsch-Regierung wieder geben wird, die sich gefügig an Moskau orientiert. Bleibt abzuwarten. Ich denke, entscheidend wird sein, was in den nächsten ein, zwei, vielleicht drei Wochen bis vor Ostern militärisch passiert. Wenn der russische Versuch des weiteren Vormarschs so kläglich nur sozusagen zentimeterweise vorangeht und wenn die russischen Verluste, die ja offensichtlich was Menschenopfer, was Gefallenenzahlen angeht, inzwischen fünfstellig sind oder so, dass dann die Chance größer werden könnte, dass die russische Seite sich zu einem tatsächlichen Waffenstillstand und zu einem Verhandlungsprozess bereit erklärt. Ich glaube, es hängt viel vom militärischen Verlauf ab. Und wenn ich, Herr Präsident, wenn ich das noch hinzufügen darf, meine eigene Erfahrung, ich war ja Unterhändler damals in den 90er Jahren, was den Versuch anging, den blutigen bosnischen Krieg zu einem Ende zu bringen. Wir haben damals erlebt, ich habe es selbst aus nächster Nähe erlebt, dass die Chance, die Kriegsparteien dann allesamt nach Dayton zu bringen, wo wir dann diesen Friedensvertrag ausgehandelt haben, dass die Chance, sie alle nach Dayton zu bringen, erst in dem Augenblick wirklich vorhanden war, als beide Seiten oder alle Seiten damals in diesem Jugoslawien, im Bosnienkrieg, zu dem Ergebnis, zu der Erkenntnis gekommen waren, dass wir diesen Krieg militärisch nicht mehr wirklich für uns entscheiden können. Und wenn diese Voraussetzung gegeben ist auf beiden Seiten oder auf allen Seiten, dann ist die Chance, am diplomatischen Verhandlungstisch ein sinnvolles Ergebnis, ein tragfähiges Ergebnis zu erreichen, natürlich viel größer, als wenn einer immer noch heimlich denkt, ich versuche jetzt mal Verhandlungen zu machen und wenn die nicht funktionieren, dann schlagen wir noch mal ordentlich drauf und setzen uns vielleicht dann doch noch militärisch durch. Also vieles hängt von dem weiteren Verlauf der militärischen Kampagne ab. Und das wage ich nicht zu prognostizieren. Ganz herzlichen Dank, Herr Ischinger, für Ihre schonungslose, nüchterne, präzise Analyse, die nicht ganz ohne Hoffnung ist, aber eben doch auch sehr, sehr nüchtern. Und wir werden sehen, wie die nächsten Tage und die nächsten Wochen aussehen. Ganz herzlichen Dank. Verbringen Sie noch ein schönes Wochenende und den Teilnehmern unserer Tagung sage ich, wir sehen uns 14.30 Uhr wieder, dann mit dem ehemaligen polnischen Botschafter Marek Prawda.
damit wir auch die Sicht unserer ostmitteleuropäischen Nachbarn auf diesen Konflikt und auf Europa ins Gespräch bringen. Ganz herzlichen Dank und eine gute Pause.